Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen an der Technischen Hochschule Köln zur Vorlesung Grundlagen der Elektrotechnik. Heute mit der Folge Spulen und Kondensatoren im Zeitbereich. Wir schauen uns heute Spulen und Kondensatoren im Zeitbereich an und berechnen sie mit Hilfe von Integration und Differentiation. Was das bedeutet, sehen wir anhand von Beispielen, beispielsweise Rechteck- oder Dreieckfunktionen. Und dann lernen wir Exponentialfunktionen kennen, indem wir einen Kondensator mit einem Widerstand auf- und entladen. Wir wiederholen jetzt auch mal die Gleichungen von den vorherigen Vorlesungen. Wir haben zum einen Kondensatoren, die sich mit der Zeit unterschiedlich verhalten. Wir haben keramische Kondensatoren, das ist das obere Symbol. Und ebenfalls ist dort ein Beispiel abgebildet. Und darunter sehen wir einen Elektrolytkondensator. Der hat ein spezielles Symbol, nämlich da ist die eine Elektrode im Hintergrund weiß gezeichnet. Wir haben gelernt, dass wir den Zusammenhang zwischen Spannung und Strom durch das Integral des Stroms berechnen können. Das heißt, die Formel lautet, U von T ist 1 durch C mal das Integral des Stroms. Diese Gleichung stellt das Aufladeverhalten des Kondensators dar, denn das Integral des Stroms ergibt die akkumulierte Ladung im Kondensator. Wenn wir jetzt das umgekehrte Verhalten uns darstellen wollen, nämlich den Strom in Abhängigkeit der Spannung, müssen wir diese Gleichung differenzieren. Das heißt, wir bekommen, dass also der Strom die Ableitung nach der Zeit ist. Ich nenne das jetzt einmal beibehalten, denn der Kondensator setzt nach Möglichkeit alles dran, die Ableitung der Spannung eben möglichst klein zu halten und damit die Spannung konstant. Schauen wir nun nochmal zur Erinnerung uns die Induktivitäten an. Auch hier sehen wir verschiedene Bauformen und verschiedene Symbole. Wie ich schon erläutert habe, ist das untere Symbol ein etwas älteres Symbol, was nicht mehr diengemäß ist, und üblicherweise verwenden wir das obere Symbol. Bei einer Spule ist der Zusammenhang zwischen Strom und Spannung im Grunde genau umgekehrt, also komplementär zu dem eines Kondensators. Bei einer Induktivität ist der Strom das Integral der Spannung. Man kann sozusagen feststellen, dass die Induktivität über die Spannung aufgeladen wird. Das heißt, die Spannung summiert sich und gibt dann die Zustandsgröße, nämlich den Strom, der durch die Induktivität fließt. Und entsprechend versucht die Spule möglichst den Strom beizubehalten, das dE nach dT eben möglichst gering zu halten. Wenn wir also Spule und Kondensatoren vergleichen, können wir sehen, dass bei einem Kondensator die Spannung praktisch die Zustandsgröße ist, bei einer Spule der Strom und entsprechend die Gleichungen komplementär zueinander sind, wie gerade gesagt. Ja, was bedeutet es jetzt, diese Gleichungen anzuwenden? Nun, wir können uns Vereinfachungen anschauen, wenn wir zum Beispiel ein lineares Verhalten haben. Nehmen wir mal an, wir hätten also einen beispielsweise Kondensator, der linear aufgeladen wird. Dann können wir feststellen, die Steigung in dieser Geraden ist überall konstant. Das heißt also, die Ableitung dieser Größe ist konstant. Kann man sich also beim Kondensator als Beispiel vorstellen, Kondensator wird die Spannung aufgeladen und der Strom ist bei dieser Gelegenheit konstant. Überlegen Sie einmal, welche Größen bei einer Induktivität diesem entsprechen würden. Richtig, der Strom würde linear zunehmen und die Spannung bleibt konstant. Entsprechend andersrum sehen wir, wenn die
Spannung konstant ist, beispielsweise an einer Induktivität, dann sehen wir, die Steigung ist 0. Das heißt, hier hätten wir also als Ableitung 0. Wenn wir das integrieren, so bekommen wir einen linearen Verlauf, der also linear ansteigt. Von wo er ansteigt, bleibt offen. Wenn beispielsweise die Spule vorher stromlos war, dann fängt der Strom bei 0 an. Wenn vorher schon Strom durchfloss, dann eben ab einem anderen Wert. Das würde dann der Kurve in Grau entsprechen. Was würde das jetzt für einen Kondensator beispielsweise bedeuten? Richtig. Die konstante Größe wäre jetzt hier beispielsweise der Strom, mit dem wir einen Kondensator aufladen. Und das Integral wäre dann die Spannung, mit der der Kondensator dann aufgeladen ist. Gut, eine ganz wichtige Regel müssen wir uns merken. Wenn wir periodische Signale haben oder über einen längeren Zeitraum die Sache betrachten, dann gilt am Kondensator, der Mittelwert des Stroms ist gleich 0. Der Strich über dem I steht in diesem Fall für Mittelwert. Bei Induktivitäten ist die Spannung U gleich 0 im Mittel. Überlegen Sie mal, was würde sonst passieren? Nun, wenn der Mittelwert beispielsweise am Kondensator nicht 0 wäre, würde es bedeuten, dass der Kondensator immer weiter aufgeladen wird. In jeder Periode, in der der Strom eben nicht 0 ist, sondern einen bestimmten Wert hat, würde die Spannung schrittweise erhöht werden, bis sie irgendwann einmal so hoch ist, dass der Kondensator kaputt geht. Deswegen können wir festhalten, bei einer Schaltung ist grundsätzlich im eingeschwungenen Zustand der Mittelwert vom Strom am Kondensator gleich 0. Und bei der Induktivität entsprechend andersrum, würde sonst der Strom über alle Maße steigen und deswegen ist an der Induktivität der Mittelwert der Spannung gleich 0 im eingeschwungenen Zustand. Schauen wir uns einmal ein Beispiel an, an dem wir lernen können, was Integrieren und Differenzieren in unserem Fall grafisch bedeutet. Denn das ist das, was Sie als Ingenieur im Zweifelsfall am ehesten anwenden müssen. Wir haben hier eine einfache Schaltung von einem Kondensator, der an einer zeitabhängigen Stromquelle dranhängt und von dieser gespeist wird. Der zeitabhängige Strom ist jetzt hier in lila dargestellt. Wir sehen, er fängt mit 2 mA an für eine Zeitdauer von einer Sekunde, fällt dann ab auf einen Wert von 1 mA, fällt linear, geht auf 0 und wird dann negativ wieder größer, bevor dann am Ende der Strom plötzlich wieder positiv wird für eine Zeit lang und dann für eine Zeit lang negativ wird und am Ende ganz null wird. Die Aufgabe, was wir uns jetzt anschauen wollen, wie verläuft die Spannung am Kondensator? Wir gehen davon aus, dass der Kondensator zum Zeitpunkt T gleich 0 am Anfang des Versuches nicht geladen ist, also die Spannung ist U gleich 0. So, dann haben wir jetzt hier einen Zeitintervall, bei dem der Strom konstant ist. Was bedeutet das? Richtig, die Spannung steigt linear. Insbesondere, weil der Strom ja positiv ist und den Kondensator auflädt. Das heißt, sie steigt linear bis zu einem bestimmten Wert. Wir zeichnen das jetzt einmal weitgehend qualitativ. Wir nehmen mal an, es würde jetzt hier bis zu 2 Volt steigen. Gut, dann geht es weiter. Der Strom ist auf einmal nur noch halb so groß und wird immer weniger. Was bedeutet das? Nun, der Strom ist zwar nur noch halb so groß, aber immerhin, er ist noch immer positiv. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt wird der Kondensator weiterhin geladen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo der Strom
endlich 0 wird, hier nach 2 Sekunden. Zu dem Zeitpunkt wird der Kondensator nicht mehr weiter geladen, das heißt, die Spannung ist da mehr oder weniger konstant, weil nicht geladen wird. Das heißt, wir haben hier also einen Verlauf. Kurz nach einer Sekunde wird der Kondensator weiter geladen. Zum Zeitpunkt 2 Sekunden wird der Kondensator nicht geladen. Das heißt, die Spannung ist dann mehr oder weniger konstant. Das heißt also, unser Spannungsverlauf muss irgendwie gebogen sein. Das heißt, ungefähr so wird er aussehen. Wir können jetzt sogar den Wert, auf dem wir nach 2 Sekunden landen, recht gut abschätzen, wenn wir zumindest das erste Intervall als Basis nehmen. Und die Fläche unter dieser Kurve, das ist ja gerade das Integral des Stroms, also die Ladung, die in dem Kondensator gespeichert ist. Und wir sehen, das Integral hier unter diesem ersten Bereich beträgt also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kästchen. Und das Integral unter diesem zweiten Intervall beträgt 1, 2, 3, 4 Kästchen, nochmal halbiert, weil es ein Dreieck ist, also ist es nur 2 Kästchen groß. So, 4 Kästchen Integral ergibt also eine Spannung, 8 Kästchen Integral ergibt eine Spannung von 2 Volt. Dann entsprechend 2 Kästchen eines Integrals einen Zuwachs von 1 Volt. Das heißt, wir landen also jetzt hier genau, ich habe mich vertan, das ist nicht 1 Volt, sondern 0,5 Volt, sodass wir landen hier bei 2,5 Volt am Ende. So, was passiert jetzt nach 2 Sekunden? Nun, der Strom wird jetzt negativ, das heißt, der Kondensator wird entladen. Der Verlauf bleibt weiterhin so, ja, genau wie hier vorne auch von der Form her. Wir sehen nämlich jetzt auch genauer, was das für ein Verlauf sein wird. Ganz einfach, das ist nämlich das Integral dieser linearen Kurve. Das Integral einer Gerade ergibt eine Parabel und das sehen wir jetzt hier schon angedeutet. Und diese Parabel geht weiter, denn ungefähr beim Zeitpunkt 3 Sekunden wird der Kondensator kräftig entladen, das heißt die Spannung wird kräftig fallen. Ja, damit bekommen wir also ein Verlauf, der dieser Kurve hier ähnelt. Wir haben also zwischen 1 und 3 Sekunden einen parabelförmigen Verlauf als Integral der linearen Kurve, die wir jetzt hier dargestellt haben. Gut, was passiert jetzt nach 3 Sekunden? Nun, der Kondensator wird jetzt nicht mehr entladen, sondern er wird wieder aufgeladen. Aber nicht mehr ganz so schnell wie im ersten Intervall, nur halb so schnell. Das heißt, die Steigung wird also nur noch halb so groß sein wie in dem ersten Intervall. Zwischen 4 und 5 Sekunden wird der Kondensator mit derselben Rate entladen. Der Strom ist nämlich jetzt negativ, der Kondensator wird entladen und die Steigung ist genauso groß wie im vorherigen Intervall, nur negativ. Das heißt, wir zeichnen also jetzt hier das Intervall, den Spannungsverlauf als gerade ein, entsprechend mit einer negativen Steigung. So, und jetzt aufgepasst, im letzten Intervall lauert eine Falle. Von 5 Sekunden an ist der Strom gleich 0. Das heißt noch lange nicht, dass die Spannung gleich 0 wird. Nein, die Spannung bleibt jetzt konstant, denn der Kondensator will weder ent- noch beladen. Also ändert sich an der Spannung nichts. Die bleibt konstant bei 2 Volt. So, damit haben wir einmal gelernt, wie es dann praktisch das Integral einer Kurve, ich sag mal mit Überlegung, herausbekommt. Und das entspricht bei einem Kondensator praktisch der Spannung, wenn eben der Strom gegeben ist. Sie können sich entsprechend überlegen, wie das bei einer Induktivität wäre oder auch vielleicht andersherum, wenn die Spannung gegeben wäre und Sie dann aus der Steigung ermitteln müssen, wie denn jetzt vielleicht der Stromverlauf ist. Das werden wir dann in einer der Übungen vielleicht noch durchführen. Wir hatten bisher unseren Kondensator mit einem vorgegebenen Strom auf- und entladen. Und dann gilt die
Gleichung, die wir eben hatten, nämlich Integral oder Differential, je nachdem, was wir betrachten. Wir wollen jetzt einmal anschauen, was passiert, wenn Strom und Spannung voneinander abhängig sind. Und das passiert, wenn wir einen Kondensator über einen Widerstand entladen. Dazu bauen wir eine Schaltung auf, die vielleicht aussieht wie diese. Ein Kondensator wird zunächst einmal über eine Spannungsquelle aufgeladen auf eine Spannung U0. Und das heißt, solange der Kondensator dann irgendwann geladen ist, dann ist die Spannung am Kondensator konstant, die hier dargestellt ist, und hier unten etwas schlechter zu erkennen, dann ist der Strom gleich 0, denn wir haben hier eine Gleichspannung anlegen und dann passiert erstmal nichts. So, und jetzt kommt der spannende Moment. Jetzt schalten wir den Schalter um und entladen unseren Kondensator über den Widerstand R. Was passiert? Es fließt sofort ein Strom durch den Widerstand R, der, wenn wir den Strom hier so in dieser Pfeilrichtung einzeichnen, fließt er aus dem Kondensator durch den Widerstand, ist also negativ. Das sehen wir hier. Ja? Im allerersten Moment bleibt die Spannung so, wie sie vorher auch war. Einfach, weil die Spannung praktisch beharrt nach Möglichkeit. So, jetzt fließt aber Strom aus dem Kondensator raus. Der Kondensator wird Stück für Stück entladen und damit sinkt die Spannung natürlich am Kondensator, weil eben Strom aus dem Kondensator herausfließt. Wenn der Kondensator entladen ist, dann sinkt die Spannung allerdings und damit wird auch der Strom an dem festen Widerstand kleiner. Das sehen wir in dem nächsten Punkt noch deutlicher. Die Spannung ist noch stärker gesunken, damit nimmt der Strom noch weiter ab und damit nimmt aber auch die Rate, mit der die Spannung absinkt, wiederum ab. Das heißt, wir haben hier eben nicht einen linearen Verlauf, sondern wir haben einen Zeitverlauf, der irgendwie krumm aussieht. Und wenn wir das Ganze weitertreiben und aufzeichnen, dann bekommen wir einen solchen Verlauf und die Spannung am Kondensator nähert sich zu Null, der Kondensator entlädt sich. Man kann jetzt tatsächlich die Gleichungen für Spannung und Strom am Kondensator und am Widerstand aufstellen. Man bekommt dann ein Differentialgleichungssystem, dessen Lösung die folgende Formel ergibt. Wir sehen hier, dass der Zeitverlauf der Spannung am Kondensator lässt sich beschreiben aus der Spannung U0 mal Eulersche Zahl E hoch minus T durch Tau. Diese klassische Formel sollten Sie sich auf jeden Fall merken. Sie taucht immer wieder auf in der Elektrotechnik. Diese Konstante Tau beschreibt sich aus dem Produkt von Widerstand und Kondensator. Also es gilt Tau ist R mal C. Tau beschreibt, wie schnell die Kurve abfällt. Und man kann das Tau auch unmittelbar aus der Kurve ablesen, wenn man nämlich den Verlauf zu Anfang der Kurve extrapoliert, linear extrapoliert als gerade. Der Schnittpunkt mit der horizontalen x-Achse ergibt genau den Zeitpunkt, der entspricht der Zeitkonstante Tau. Eine andere Möglichkeit ist folgendes: zu diesem Zeitpunkt Tau können wir ausrechnen, gilt dann, dass die Spannung am in der Kurve 0,368 mal unsere Ursprungsspannung U0 ist. Also ungefähr so ein Drittel der Spannung von U0. Wenn Sie also am Oszilloskop einen solchen Verlauf sehen, dann können Sie hergehen und schauen, wo, an welchem Zeitpunkt ist die Spannung auf ein Drittel abgefallen. Und dieser Zeitpunkt entspricht dann der Zeitkonstante Tau. Ja, die Spannung fällt immer weiter und wenn Sie die Formel einmal anschauen, dann stellen Sie fest, dass der Wert für gegen und endlich nicht 0 ist. Also der Limes
ist also nicht null, die Spannung konvergiert nicht wirklich auf den Wert null. Das heißt, theoretisch bleibt immer noch etwas Ladung im Kondensator übrig, egal wie lange man wartet. Aber rein praktisch gesehen, wenn wir eine Zeitdauer von etwa 5 mal Tau abwarten, dann ist bei diesem Verlauf die Spannung ungefähr auf weniger als 1% abgesunken. Und als Ingenieur gehen wir davon aus, dass uns dieser Zeitpunkt üblicherweise reicht, sodass wir also sagen, für praktische Fälle können wir sagen, nach einer Zeitdauer von 5 Tau ist der Kondensator entladen. Aber wir wissen natürlich, dass zu diesem Zeitpunkt der Kondensator nicht komplett entladen ist, sondern eben nur knapp weniger als 1% entladen ist. So, Sie sehen, dieser Verlauf hier ist deutlich anders, als wie wir ihn gerade eben kennengelernt haben. Der Unterschied ist eben, dass in diesem Fall tatsächlich ein Widerstand eine Rolle spielt. Und immer dann, wenn wir einen Kondensator über einen Widerstand entladen, aber auch aufladen, bekommen wir Verläufe dieser Art. Wie das allgemein aussieht, das schauen wir uns jetzt einmal im nächsten Diagramm an. Hier habe ich einmal hergeleitet, wie die allgemeine Gleichung geht, wenn wir einen Kondensator über einen Widerstand auf- und entladen. Ich habe das jetzt einmal dargestellt, eben nicht mit einem Schalter, der an- und ausgeht, sondern wir stellen uns einfach vor, dass die Spannung hier am Anfang so einen rechteckförmigen Verlauf hat mit einem Wert U2 und U1 und der Kondensator würde dann eben auf die Spannung U2 aufgeladen und im nächsten Moment eben dann auf die Spannung U1. Und wie das in der Zeit aussieht, das sehen Sie jetzt hier im folgenden Diagramm. Nehmen wir einmal an, der Kondensator wäre vorher auf die Spannung U1 aufgeladen und jetzt springt die Spannung auf den Wert U2 und der Widerstand hier, der sorgt dafür, dass es eben die Spannung am Kondensator und auch der Strom eben nicht sprunghaftig ändert, sondern eben ähnlich wie im letzten Bild mit so einem exponentiellen Verlauf verläuft. Und diesen Verlauf können Sie jetzt grundsätzlich mit einer universellen Formel beschreiben, die, wie Sie feststellen werden, auch für den vorherigen Verlauf gelten kann, nämlich, dass die Spannung am Kondensator die Spannung für U gegen unendlich plus, und jetzt kommt Delta U mal E hoch minus T durch Tau. Ne, diesen Teil der Gleichung kennen Sie, das ist ähnlich wie beim Entladen eben, nur dass jetzt eben hier vor noch eine Konstante steht. Und jetzt müssen wir noch genau gucken, was bedeutet unser Delta U. Das Delta U, das ist die Spannung von U1 minus U2. Das heißt also die Spannung am Anfang minus die Spannung am Ende. Und in unserem Fall wäre das jetzt hier sogar eine negative Zahl. Ja? Und die Spannung unendlich, das wäre dann in unserem Fall hier unsere Spannung U2 und die Spannung U0 wäre unsere Spannung U1. Ja, ganz ähnlich wie eben können wir auch hier wieder die Zeitkonstante ablesen. Das ist dieselbe, die wir eben auch kennengelernt haben, nämlich R mal C. Die können wir wieder ablesen aus der Anfangssteigung. Und wenn wir die extrapolieren mit dem Schnittpunkt der Spannung, die wir für unendlich erwarten, dann können wir dort unsere Zeitkonstante Tau ablesen. Dieselbe Formel gilt, nur richtig angewandt, auch für die zweite Hälfte, für den Fall, dass die Spannung wieder auf U1 abfällt. Dazu warten wir jetzt sehr lange, bis also die Spannung am Kondensator genau genug der Spannung U2 entspricht. Und dann kommen wir in die zweite Hälfte hier. Wir haben jetzt hier ähnlich wie eben eine Entladekurve, allerdings eben bis zur Spannung U1. Und jetzt müssen wir halt für das Delta U ausrechnen, die Spannung am Anfang U2 minus U1. Das heißt, hier haben wir dann eine positive Spannung und
Hier steht dann unsere Spannung U unendlich, das wäre dann die Spannung U1. Das heißt, diese universelle Formel können Sie für beide Abschnitte anwenden. Sie müssen dann nur die passenden Werte für U unendlich und Delta U einsetzen. Gut, ich wiederhole nochmal, diese Verläufe mit den exponentiellen Funktionen bekommen Sie immer dann, wenn Sie einen Kondensator über einen Widerstand auf- und entladen. Wenn Sie einen Kondensator über eine Stromquelle direkt aufladen, dann müssen Sie das Verfahren anwenden, was wir davor kennengelernt haben, nämlich die Kurven differenzieren oder integrieren. Damit kommen wir heute auch schon zum Schluss. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.